Jeder, der sich ein Bluetooth-Autoradio in sein Fahrzeug einbauen möchte, hat in der Regel ein externes Mikrofon mit dabei. Und da fragt sich wahrscheinlich jeder so, wo baue ich das eigentlich am besten ein? Zunächst müssen wir uns mal den Gedanken machen, wie genau funktioniert denn so ein Mikrofon? Was tut's denn genau? Und so ein Mikrofon hat eine Richtcharakteristik, nennt sich das. Das heißt, das, was aus der Richtung kommt, nimmt es am besten auf. Alles, was dahinter und möglichst daneben ist, ist klanglich nicht so gut. Also, wo gibt es Sinn, das Mikrofon zu installieren? Und da gibt es meines Erachtens ca. 4 Punkte, wo man es installieren kann. Und welche das sind und welche Vor- und Nachteile, gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Variante 1 wäre jetzt zum Beispiel an der A-Säule montiert. Hier auf der Fahrerseite. Das heißt, hier schaut mich mein Mikrofon direkt an. Dann kann ich das Kabel hinter der A-Säule, hinterm Cockpit bis zum Autoradio legen und dort an meinem Autoradio anschließen. Vorteil, mich schaut es direkt an. Ja. Nachteil, wir sind hier sehr nah an der Scheibe und das sind halt Windgeräusche, wo eventuell das Mikrofon mit aufnimmt und zu einer schlechten Sprachqualität führt. Und mein Beifahrer ist natürlich auch recht weit weg. Das heißt, ich als Fahrer bin eventuell lauter und der Beifahrer relativ leise. Das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Die Installation an dem Ort ist mittelmäßig, würde ich sagen, weil man halt dann doch viel Weg hat, bis da oben hin das Kabel zu verlegen. Variante Nummer 2, das wäre die Lenksäule oder am Cockpit. Ja, also das ist beides mal die gleiche Position in etwa. Das heißt, entweder gibt es die Möglichkeit, hier oben was drauf zu machen. Das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Da kann man dann hier eventuell auch mal was wegmachen, um eben zum Beispiel das Kabel hier hinten irgendwo durchzulegen und das wieder zu montieren. So ähnlich, ja, geht bei manchen Fahrzeugen und schaut auch gut aus. Oder ihr geht direkt auf die Lenksäule drauf. Das heißt, es wäre dann hier der feststehende Teil, also nicht bitte aufs Lenkrad drauf, weil dann wird sich das Kabel eventuell mal ums Lenkrad wickeln. Das wäre auch nicht toll. Aber hier drauf machen. Und bitte darauf achten, dass solche Lenkräder sind in der Regel tiefen- und höhenverstellbar, dass das Kabel lang genug ist, um sich da nicht im Weg zu sein. Und von hier aus kann man dann meistens, wenn der Radioschacht schon offen ist, wenn man das Autoradio einbaut, hinten durchlangen und relativ easy das Kabel bis an die Stelle legen. Vorteil von der Lenkradposition ist natürlich meistens die recht einfache Montage und schnelle Montage, weil der Weg nicht so weit ist von Radio bis zum Lenkrad. Andererseits ist es auch wieder so, der Nachteil ist eher, das Kabel sieht man wahrscheinlich meistens irgendwie oder ist auch eben kompliziert, wenn das Lenkrad Höhen und Tiefen verstellbar ist, da ein bisschen drauf zu achten. Und ich habe nur die Ausrichtung auf mich als Fahrer und der Beifahrer ist ein bisschen in Mitleidenschaft. Auch das muss jeder für sich selber mal erwägen, was besser für ihn ist. Variante 3 ist hier. Am Rückspiegel oder an der Innenraumbeleuchtung, da muss man mal schauen, bei jedem Fahrzeug schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Hier in dem Golf haben wir zum Beispiel hier die Mikrofonvorrichtung vom Originalmikrofon. Falls das eins drin hätte, können wir das rausmachen und das Mikrofon von hinten daran installieren und hier rauszeigen lassen. Oder eben zum Beispiel hier draufklemmen und das Kabel entsprechend auch unterm Himmel bis ganz vor zur A-Säule, an der A-Säule wieder runter. Und hinterm Handschuhfach bis zum Autoradio wieder zurückführen. Der Vorteil von der Rückspiegel- oder Innenraumbeleuchtungsposition ist der, dass er erstens mal hier zentrisch drin ist. Das heißt, ich als Fahrer oder Beifahrer haben die gleiche Akustik in etwa. Und ich bin relativ weit weg von der Scheibe, vorausgesetzt, ich positioniere es hier. Je weiter ich davor natürlich gehe und vielleicht sogar das Mikrofon auf die Scheibe klemme, ist es natürlich eher wieder schlechter. Also das muss man hier mal genau pro Fahrzeug anschauen. Der Nachteil ist natürlich hier, ich habe hier schon relativ Installationsaufwand, weil ich natürlich den weitesten Weg habe, hier das Mikrofonkabel zu verlegen oder das Ganze halt hinterm Cockpit, A-Säule und auf der Fahrerseite nach oben. Ist aber ähnlicher Aufwand. Variante Nummer 4 wäre für Fahrzeuge, wo man in dem Cockpit-Bereich hier irgendwelche Schächte oder Plätze hat, wo man das vielleicht sogar hinmachen kann. Hier beim Golf 7 schaut es echt eng aus. Egal, was ich hier irgendwie mache, es schaut nicht besonders toll aus. Ich habe keine Position, wo ich das Mikrofon hinlegen kann, ohne optische Nachteile zu haben. Aber es gibt Fahrzeuge, wo man das machen kann. Und wenn ich jetzt hier so sitze, ist die Position auch gar nicht mal so schlecht, weil ich spreche auch hier reinwärts. Ja? Also von dem her gibt es auch diese Variante 4, die durchaus möglich ist. Der Vorteil der Variante 4 ist,
wahrscheinlich der, dass man am wenigsten Installationsaufwand hat, weil man ganz wenig Kabelweg hat und eben hier direkt sich bewegt im Radiobereich. Der Nachteil allerdings ist auch der, dass es wahrscheinlich nicht besonders toll ausschaut, außer es gibt Fahrzeuge, wo das tatsächlich so integrierbar ist, wo es weg ist. Und der größte Nachteil an der Variante ist die Akustik. Je weiter runter das Mikrofon wandert, umso mehr Dämpfung habe ich drauf, weil ich als Fahrer natürlich gerade ausspreche und mich nicht hier zu dem Mikrofon runter bewegen möchte beim Telefonieren. Und insofern die Position nicht so optimal ist. Je weiter oben, umso optimaler ist es für die Akustik. Autoradios mit Bluetooth haben für das Mikrofon auch eine entsprechende Vorbereitung, und zwar so einen Klinkenbuchseneingang. Jetzt seht ihr hier schon, da sind zwei gleiche, die Stecker passen sowohl als auch hier rein. Und hier in dem Fall ist die untere Buchse mit REM gekennzeichnet, also für Remote. Das ist für die Lenkradfernbedienung und nicht fürs Mikrofon. In der Regel sind die meisten Autoradios hier markiert mit Mikrofon, also mit MIC amerikanisch, und muss es dann hier einstecken. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung drin, welche Buchse das wirklich ist. Jetzt könnt ihr euch ja mal in euer Auto reinsetzen und mal die verschiedenen Varianten durchspielen. Was ist einfach zu machen für die Installation? Was ist mir überhaupt wichtig? Ist mir mein Beifahrer für meine Bluetooth-Freisprechanlage überhaupt wichtig? Ja, auf jeden Fall dürft ihr euch jetzt darauf freuen, einen super Sprachgenuss zu haben über die Bluetooth-Freisprechanlage von Neuen Radio.